Hallöchen, ihr Lieben. Der Olli ist heute unterwegs, nämlich auf dem Flohmarkt hier in Duttweiler an der Metro. Im Saarland natürlich. Und ich mache auch mal so ein Pickup-Video, wenn man so will. Mal schauen, ob ich ein Schnäppchen finde oder sowas, um meine Spielfilmsammlung ein bisschen aufzuwerten und aufzustocken. Vielleicht auch das eine oder andere LP. Das ist ja sowas, wo ich immer danach schaue. Und ganz liebe Grüße gehen übrigens raus an Telespiel-Tobi und Chasing Movies. Und ja, schauen wir mal, was es so hier gibt. Ich bin über den Flohmarkt gegangen, habe auch einige Leute getroffen, die ich kenne und auch ein paar Händler, die ich kenne. Ich bin abends immer auch mit im Flohmarkt und helfe einem Kumpel von mir. Vielleicht sieht man sich ja auf dem saarländischen Flohmarkt und dann werde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn er einfach mal Hallo sagen kommt und einfach mal, ey, ich kenne dich von YouTube und dann bin ich ganz glücklich. Guck mal, ein bisschen labern und so, freue ich mich immer drüber. Ich habe tatsächlich auch was geschossen. Nee! Ich habe mal was gefunden und wirklich tollen Schnapper gemacht. Den zeige ich euch jetzt, weil ich habe jetzt, es ist kein Film, weil normalerweise geht es ja hier um Filme, aber ich habe mal ein PlayStation 4 Spiel geschossen, nämlich Village Resident Evil. Das habe ich nämlich eigentlich schon ewig auf der Liste. Mir war es eigentlich aber immer zu teuer am Anfang und mir hat der Vorgänger auch nicht so besonders gut gefallen, aber das hat sich sehr, sehr interessant angehört. Und wie gesagt, ich hab's geschossen und für wirklich grandiose 20 Euro. Sau geil. Ich blende euch jetzt mal gerade hier ein, was es momentan auf dem Markt kostet. Das heißt, gebraucht, muss man dazu sagen. Das sind Gebrauchtpreise von Amazon, Rebuy, eBay, was man halt so kennt. Und weil das finde ich eigentlich immer ganz interessant, weil viele Leute immer zu mir sagen, ach, Flohmarkt, das lohnt sich doch eigentlich gar nicht. Doch, es lohnt sich, weil ihr könnt mal jetzt schauen, was die im Internet kosten. Und einfach mal auf den Flohmarkt gehen, nachschauen. Und wenn ihr was findet, was euch gefällt, einfach mal lieb fragen, ey, was kostet das denn? Und wenn es euch zu teuer ist, einfach mal lieb fragen, ah ja, was ist denn noch machbar? Und wie gesagt, ich bin überglücklich für 20 Euro Village Resident Evil. Besser geht's gar nicht. Da freue ich mich schon drauf, das heute Abend mal anzuspielen. Ne? Also, wenn es euch das Video gefallen hat, das war ein ganz kleiner Überblick über so ein bisschen Flohmarkt. Ich habe euch so ein bisschen was gefilmt, wo es halt ging. Und ich achte ja immer drauf, dass auch keine Leute zu sehen sind dabei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ihr könnt den Kanal abonnieren. Und wenn ihr wollt, Facebook, Movie Trust Farafai, gibt es auch jetzt eine Seite. Könnt ihr auch liken. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Olli, bis bald. Tschüssi.